Wie hoch der Pegelstand eines Flusses ist, hängt davon ab, wie viel Wasser ihm zugeführt wird. Hauptverantwortlich für den Wasserstand sind Regen und Schnee. Vor allem dort, wo der Fluss entspringt. Am meisten Niederschlag fällt in der kalten Jahreszeit. Schauen wir uns zunächst die Rhone an. Sie fließt in der Nähe der Quelle der Loire, entspringt aber höher in den Schweizer Alpen. Statt zu regnen, schneit es dort im Winter. Der Schnee bleibt zunächst liegen und fließt nicht direkt in den Fluss. Und der Boden ist porös. Dort sammelt sich das Wasser erstmal einige Zeit lang. Wenn es dann im Sommer weniger regnet, aber wärmer ist, wird dem Fluss trotzdem Wasser durch die Schneeschmelze zugeführt. Die Loire hingegen entspringt im Zentralmassiv in Frankreich. Das ist kein sehr hohes Gebirge, es gibt also weniger Schnee. Und der Boden besteht aus kristallinem Gestein. Dieses Gestein nimmt kaum Regen auf. Wenn es also im Winter regnet, fließt das Wasser direkt in den Fluss und der Wasserstand der Loire steigt stärker. Im Sommer regnet es wenig und es gibt kaum Schmelzwasser, dann sinkt der Wasserstand.